Wenn man sich hier im Kreislehrgarten Bad Grönenbach so umschaut, dann könnte man meinen, das Insektensterben sei nur ein Mythos. Ist es aber leider nicht. Darauf hat ja auch das Volksbegehren Artenvielfalt aus dem letzten Jahr eindrucksvoll aufmerksam gemacht. Was aber tun Landkreise und auch Städte für die Artenvielfalt? Das schauen wir uns heute im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen an. Und außerdem zeigen wir Ihnen auch, wie Sie Ihren Garten ein bisschen insektenfreundlicher gestalten können. Damit herzlich willkommen zum Magazin aus dem Unterallgäu und Memmingen. Der Kreislehrgarten Bad Grönenbach feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. 20 Jahre lernen, genießen und verweilen. So lautet das Motto des öffentlich zugänglichen Gartens. Auch die Insekten fühlen sich wohl hier. Es gibt Nahrung in Hülle und Fülle. Doch so gut wie im Kreislehrgarten haben sie es ansonsten häufig nicht. Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, die Liste der bedrohten Insekten ist lang. Dabei sind sie auch für uns wichtig. Unter anderem zum Bestäuben der Pflanzen. 1,8 Millionen Menschen in Bayern haben im letzten Jahr das Volksbegehren Artenvielfalt unter dem Motto Rettet die Bienen unterzeichnet. Das Thema wurde in der Öffentlichkeit viel präsenter. Doch sowohl im Landkreis Unterallgäu als auch in der Stadt Memmingen gab es schon vorher Projekte, die zur Artenvielfalt beitragen sollen. Wir haben schon bereits viel, viel früher begonnen. Also im Jahr 2012 zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit der Sparkasse, und zwar die Landkreise Unterallgäu, Lindau und die Stadt Memmingen. Und da ging es los mit Schulen blühen auf. Dann haben wir gesagt, unser Landkreis blüht auf. Die Sparkasse hat Gelder zur Verfügung gestellt, womit wir Samen kaufen konnten und den Bürgern an die Hand geben konnten. Und das Ganze hat sich immer weiterentwickelt. Bis im vergangenen Jahr hatten wir dann sogar nur, wir sorgen für die ersten Blüten im Jahr, wo ganz gezielt Zwiebelblumen ausgegeben wurden. Auch in Memmingen gab es schon vor dem Volksbegehren Projekte und Initiativen, beispielsweise die Memminger Stadtbienen. Das ist ein Projekt, wo die Bürger, die Kindergärten, die Wohnungsbaugenossenschaften aufgerufen worden sind, mitzumachen bei der Umgestaltung unserer städtischen Landschaft in eine insektenfreundliche Landschaft. Etwa ein Dreiviertel unserer heimischen Arten sind Insekten, und von denen wissen wir ja, dass sie besonders bedroht sind. Vor allem die Wildbienen, weniger die Honigbiene, die wird sehr gut von den Imkern betreut. Aber es geht jetzt hier um die solitär lebenden Wildbienen, und die brauchen eben diese kurzen Wege, um zu überleben. Ein Projekt, das rein durch das Volksbegehren entstanden wäre, gibt es am Landratsamt Unterallgäu so nicht. Man habe die bisherigen Maßnahmen aber weiter ausgedehnt, erzählt Orff. Auch wurde ein Beraternetzwerk aus Wespen- und Hornissenberatern aufgebaut. Denn ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Artenschutz ist die Aufklärung und Information der Öffentlichkeit. Man muss die Leute immer wieder drauf stoßen. Also selbstverständlich ist dieses Umdenken nicht. Und die Leute vergessen manchmal schnell, was sie unterschrieben haben. Aber man kann die Leute schon wieder anstoßen und ihnen ganz konkret sagen, was könnt ihr machen oder was heißt eigentlich. Ist es so schlimm, dass da ein bisschen was drin ist, dass mal Hornissennest in der Nähe ist? Was die konkreten Maßnahmen angeht, so gibt es im Unterallgäu drei wichtige Bausteine. Der erste ist ein verändertes Mähkonzept der Flächen an den Landkreisstraßen, das für mehr Blüten und Vielfalt sorgen soll. Der zweite Baustein? Streuobstwiesen, die der Landkreis als Ausgleichsflächen hat, die auch entsprechend gepflegt werden sollen, die sollten auch noch artenreicher gestaltet sein. Wenn nichts Vernünftiges drin wächst, dann dauert es Jahre, bis wir hier zu einem Blütenreichtum kommen. Also reichern wir die entsprechend mit Saatgut an. Wir haben jetzt die entsprechend vorbereitet und haben sie dieses Jahr angesät. Das sieht man momentan noch nicht so viel, aber wir sind momentan dran und kontrollieren vierwöchentlich, wie sie sich entwickeln. Und der dritte Baustein betrifft die Durchführung von Baumaßnahmen im Landkreis. Wenn wir Neubaumaßnahmen haben oder Umbaumaßnahmen an Straßen oder ein Radweg zur Straße dazukommt, dann hat man in der Regel einen Zwischenstreifen. Früher wurde der ausgekoffert und wieder mit Oberboden verfüllt. Jetzt bleibt er einfach mit Kiesaufbau. Und da haben wir sehr positive Erfahrungen. Also wirklich der reine Kiesaufbau. Auf dieses Kies wird
ein Zentimeter Substrat aufgetragen, und zwar unkrautfreier Kompost, gütegesichert, und in diesen wird entsprechend Saatgut eingebracht. Natürlich sind wir als Landkreis, können wir noch mehr machen, aber jeder kann mehr machen, aber man muss mit kleinen Bausteinen anfangen, und da sind wir dran. Dafür arbeitet der Landkreis auch mit dem Landschaftspflegeverband Unterallgäu zusammen. Dort ist im April ein neues Biodiversitätsprojekt gestartet. Arche Noah heißt es, und das Ziel lautet, 14 bedrohten Arten wieder einen besseren Lebensraum zu schaffen. Entstanden ist das Schutzprojekt allerdings auch nicht durch das Volksbegehren, sondern schon viel früher. Es gab 2016, 2017 eine Naturschutzfachkartierung, die von der Regierung von Schwaben in Auftrag gegeben wurde im Landkreis Unterallgäu. Dabei wurde als Ergebnis eben diese 14 Arten identifiziert, die besonderen Schutz brauchen, um weiter im Landkreis Unterallgäu existieren zu können. Das Projekt ist vorerst für 4 Jahre angesetzt, mit Option auf eine 2-jährige Verlängerung. Zu den 14 Zielarten zählen 12 Insektenarten, der Kammmolch und eine Pflanze, der kriechende Sellerie. Den haben Michael Schneider und Steffi Ganzbühler hier in der Nähe von Amberg entdeckt. Ein großes, bisher unbekanntes Vorkommen der Pflanze, das die beiden sehr freut. Derzeit sind sie dabei, die Zielarten nach und nach zu erfassen. Dafür sind Frühling und Sommer schließlich die beste Zeit. Im Anschluss sollen dann verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um die Arten zu schützen und ihren Lebensraum zu verbessern. Zum einen kann man die Gemeinden informieren, dass zum Beispiel in diesem Gewässer der kriechende Sellerie oder eine andere Zielart vorkommt, sodass bei Maßnahmen am Gewässer das eben berücksichtigt wird und nicht aus Versehen dann die Pflanze zerstört wird beim Ausbaggern. Man versucht, durch den Lebensraum zu optimieren. Also man kennt die Ansprüche der Zielarten an den Lebensraum und wird dann eben entsprechend Maßnahmen ergreifen, um den Lebensraum zu optimieren. Zum Beispiel die Ufer mähen oder manche Arten brauchen Sonne, also werden Gehölze entfernt. Das sind Maßnahmen, die getan werden können. Oder für den Kammmolch, wenn das Laichgewässer droht zu verlanden, dann wird mit dem Bagger nachgeholfen und eben teilweise das Ufer wieder zurückgesetzt, entlandet, sodass dann das Gewässer nicht im Laufe der Jahre zuwächst. Bei der Durchführung des Projekts sind Schneider und Ganzbühler übrigens auch auf Hilfe von außen angewiesen. Das Projekt ist als Citizen Science Projekt angelegt. Also einfach die Tatsache, dass es hier im Landkreis 200 Standorte gibt. Der Landkreis ist 50 mal 50 Kilometer groß. Also das können zwei Leute mit jeweils einer halben Stelle gar nicht alles abgrasen. Also sind wir sehr auf die Mitarbeit von interessierten Menschen aus der Bevölkerung angewiesen. Für den Kammmolch haben sie bereits mehrere Betreuer. Nun sollen auch für die anderen Arten ehrenamtliche Helfer gefunden werden. Die sollen zum einen beim Erfassen helfen und zum anderen ihr Wissen und ihre Arbeit nach außen tragen. Auch hier ist Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Stichwort. Dasselbe gilt für Memmingen, denn nicht jeder hat Verständnis für Maßnahmen im Sinne der Artenvielfalt, wie beispielsweise das seltene Mähen von Randflächen. Entweder aus Unwissen oder wegen fehlender Toleranz. Also solange die Flächen schön sind, schön blühen, hören wir nichts von den Bürgern, beziehungsweise sind die Bürger begeistert. Aber sobald dann die Zeit kommt, wo die Sachen ans Verblühen gehen, wo es ein paar Mal neu geregnet hat, wo die Sachen dann nicht mehr so ansehnlich ausschauen, dann würde ich an die Bürger eben appellieren, dass sie da doch mal ein paar Augen zudrücken, wenn die Flächen nicht mehr so ansehnlich sind. Weil es hat ja sonst keinen Wert. Man legt ja die Flächen auch natürlich dann an und versucht, dass sie sich eben selber regenerieren, wieder selber aussamen. Und dazu gehört auch mal die Zeit dann, dass man der Fläche die Zeit gibt, wieder auszusamen zu können. Und da sieht es dann eben nicht ganz so sauber aus. Und da muss man dann mal über ein paar Wochen vielleicht mal drüber wegschauen können. Auch diese Blühfläche in Dickenreishausen sieht schon nicht mehr so schön und bunt wie noch vor wenigen Wochen aus. Es handelt sich um eine Ausgleichsfläche für ein Neubaugebiet, das in Memmingen entsteht. Noch im letzten Jahr sah sie genauso aus wie der Acker gegenüber. Nach der Kornernte wurden dann aber heimische Wildblumen angesät. Welches denn hier am besten halt gefällt, die werden sich durchsetzen. Was auch abhängig ist, wie oft wir mähen, auch das entscheidet,
wann welche Blume sich durchsetzen kann oder verdrängt wird, weil sie ja nicht oben rausschauen kann und ans Licht kommt. Also eine zweischürige Maat, sagt man, also Ende Juni, Anfang Juli und Ende August, September, das wäre so Optimum. Das ist das, was unsere Vorfahren die letzten Jahrtausende entwickelt haben in ihrer Landwirtschaft. Die haben das so genutzt und diese Blühlandschaft ist dadurch so entstanden. Doch auch im Stadtgebiet ist ein Netz aus Grünflächen wichtig für Insekten. Vor allem für Wildbienen, die nur kurze Entfernungen zurücklegen können. Daher werden hier im Gartenamt viele insektenfreundliche Pflanzen gezogen, die dann in der Stadt an den öffentlichen Stellen gepflanzt werden. Doch nicht nur die Stadt kann etwas tun, sondern jeder Einzelne. Und was das angeht, hat sich seit dem Volksbegehren im Denken der Leute etwas verändert, meint Memmingens dritter Bürgermeister. Also das Bewusstsein der Bevölkerung ist auf jeden Fall gewachsen, auch das Verständnis dafür, dass man in der Stadt nicht nur ein totes Grün haben soll, sondern dass auch die Stadt und jeder Bürger seinen Beitrag dazu leisten soll, dass man die Verantwortung nicht den Landwirten komplett in der Fläche überlässt, sondern dass auch die Stadtgesellschaft gefragt ist bei der Umsetzung dieses notwendigen Konzeptes. Und damit wären wir wieder zurück beim Kreislehrgarten. Markus Orff gibt mir ein paar Tipps, was man bei einem insektenfreundlichen Garten oder Balkon beachten muss. Also wichtig ist einfach, dass sie offene Blüten haben. Also wirklich keine geschlossenen Blüten, sondern offene Blüten sind für fast alle Insekten. Ich meine, klar gibt es immer Spezialisten, die halt auf dies oder das gehen können, aber offene Blüten sind eigentlich das A und O. Und da gibt es auch einfache Sachen, die man Balkon oben pflanzen kann. Und ebenfalls extrem wichtig, heimische Samen oder Pflanzen kaufen. Mit Fremden können unsere Insekten nichts anfangen. Ganz einfach gebaut oder auch gekauft sind auch sogenannte Insektenhotels. Sie bieten diversen Insektenarten einen Unterschlupf. Was mir nur auffällt, ist hier der Salbei. Weil hier an dem Beispiel sieht man es ganz gut. Also hier eigentlich ja die Blätter, so klassisch, wie man es halt dann auch für einen Tee oder so nimmt. Aber wenn man im Garten was machen will, ruhig mal ausblühen lassen. Schau mal hier die Blüte an. Ein Traum. Und hier kommen Hummeln rein und so. Zwei weitere Tipps. Man sollte Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten im Garten haben, sodass den Großteil des Jahres über etwas blüht. Und wenn mal etwas Totholz rumliegt, nach Möglichkeit einfach liegen lassen. Wirklich jeder kann was machen. Jeder ist mit seiner kleinen Fläche Garten verantwortlich, auch fürs Große und Ganze. Und wenn er meint, er hat halt von den paar Quadratmetern, die er Garten hat, müsste die umgestalten und dann Kiesgarten draus machen, dann soll er hierher kommen, dann zeige ich, was Kiesgarten heißt. Kiesgarten heißt nämlich nicht nur Steinschüttung, sondern Kiesgarten heißt auch wirklich, dass man den bepflanzt. Und das kann dann so aussehen. Keine Kieswüste, sondern eine Vielzahl von Pflanzen, die wieder ein neues Angebot für Insekten schaffen. Es ist also gar nicht so schwer, etwas für die Artenvielfalt zu tun. Jeder kann etwas dazu beitragen. Damit sind wir wieder am Ende des Magazins angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.